Hallo, mein Name ist Jim Panse und ihr seht, Jim Panse wird Padawan. Mein Fake-Vlog zu der ganzen Padawan-Geschichte. Ja, wir sind gerade vor der Aufgabe Nummer 6, beziehungsweise ich habe mein Video Nummer 6 für die Padawan-Aufgabe fertiggestellt. Dieses Mal ging es um eine von uns selbst gestellte Aufgabe, beziehungsweise die von meinem Kollegen Chris, der von uns wollte, dass wir ein Schleimer-Video produzieren. Ich habe hier nochmal den Link zu der Aufgabe in die Videobeschreibung reingepackt und außerdem spreche ich gleich nochmal über meinen Urlaub in Ibiza. Oder auf Ibiza, mehr dazu allerdings dann gleich. Ja, Schleimer-Video soll produziert werden. Mir gefällt der Name Schleimer-Video irgendwie nicht so richtig. Für mich ist das ein Promotion-Video und über wen ich das gemacht habe, das verrate ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist noch geheim und eins kann ich allerdings sagen, ich habe es nicht über Chris gemacht, auch wenn ihr jetzt hier dieses Photoshop M&M Crispy LP kleine Ding von mir hier seht. Das habe ich mal eben kurz zusammengeschnitten. Das ist mir irgendwie so eingefallen. Ich dachte mir, mach das mal. Egal. Jedenfalls, als Gameplay von oder zu meinem Teil habe ich Crysis 3 benutzt und deshalb seht ihr jetzt hier auch Crysis 3 und weil das Gameplay nicht allzu lang ist, muss ich jetzt hier ein bisschen Gas geben. Ja, ich hatte ein bisschen Stress mit meinen Aufnahmen in den letzten Tagen. Ich hatte so ein bisschen Framedrops unter Windows, beziehungsweise Keyframes haben da gefehlt und deshalb waren bei ein paar Videos, die ich mit Windows jetzt versucht habe mal zu mischen, beziehungsweise zu schneiden, so ein leichter Matrix-Matsch-Effekt irgendwie mit drin und ja, bei mir hatte ich den, oder ich benutze zum Aufnehmen den X264 Codec und das dann halt als Lossless und den hatte ich nie aktualisiert. Das war sehr, sehr alt und ich habe gedacht, das könnte vielleicht daran liegen, also habe ich das ins Neue installiert. Dann kam noch ein neues Update für DxStory raus und bevor jetzt die ganzen Fragen kommen, ey, wie sind denn deine Einstellungen, wie machst du das und so weiter, ich habe dazu zwar schon ein sehr altes Video mal gemacht, aber das schaut euch am besten gar nicht an. Ich mache in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen nochmal ein komplett neues Teil, woraus hervorgeht, mit welchen Einstellungen ich bei mir aufnehme und wie ich das Ganze dann weiterverarbeite. Das wird so ein kleines, ja, so mache ich meine ganzen kleinen Videos hier fertig Ding, aber da jetzt nicht so viel Zeit für da ist, gehe ich jetzt mal da nicht drauf. Jedenfalls habe ich alles neu installiert und das Problem, was ich eigentlich hatte, war, dass nachdem ich alles neu installiert hatte, dass meine Gameplays dann komplett schwarz geblieben sind. Der Ton war da, aber das komplette Video war nicht zu sehen, obwohl es in einem ganz normalen Videoplayer dann wiederum lief. Das hat mich echt ein bisschen Nerven gekostet und ich habe alles neu installiert. Video-Editor neu installiert, den Codec neu installiert, den Encoder, den Decoder, alles ausprobiert und es ging trotzdem nicht. Da habe ich ein bisschen gekotzt und dann wieder von vorne angefangen und es hat einfach nicht funktioniert. Das treibt einen dann so ein bisschen in den Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man dann gerade in so einer Competition hier drin steckt und irgendwie nicht so richtig weiß, woran es liegt. Und woran es dann letztendlich gelegen hat, war eine ganz einfache Geschichte. Ich habe ein 64-Bit-Betriebssystem, klar, hat im Prinzip jetzt mittlerweile jeder. Und hab natürlich auch die 64-Bit-Codecs vom X264 Video for Windows, so heißt das Ding, installiert gehabt. Und nachdem ich dann auch zusätzlich noch die 32-Bit-Version installiert hatte, lief dann wieder alles. Naja, anscheinend greifen die Video-Editoren nur auf die 32-Bit-Bibliotheken der Codecs zu und das kann einen schon so ein bisschen Nerven kosten. Ist aber auch eigentlich egal, denn also ursprünglich wäre ich schon am Dienstag mit meinem Video fertig gewesen. Ich war diesmal sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell mit der ganzen Sache. Die Person, die ich reviewed habe, beziehungsweise gut aussehen habe lassen in meinem Video, hat es mir auch sehr leicht gemacht. Da kann man sehr viel zu finden, beziehungsweise es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr, sehr viele Informationen dafür online zugänglich. Meine Testzuschauer fanden das Video, das ich produziert habe, auch schon ganz gut. Also könnt ihr sehr gespannt sein. Es wird am Sonntag um 14 oder am 16 Uhr, das weiß ich nicht genau, bei Commander Krieg auf dem Kanal verfügbar sein. Ich verlinke das natürlich dann auch wieder hier. Ja, was wollte ich sagen? Diese Woche war ich außerdem auch nicht so richtig fit. Ich habe mich kurz bevor es warm wurde irgendwie so ein bisschen erkältet und ich lasse mich dann auch so ein bisschen hängen und habe da auch keinen Bock drauf, mich dann mit anderen Sachen zu beschäftigen und ich habe keine Ahnung, was das sollte, weil ich war den ganzen Winter über nicht krank und jetzt hatte ich so ein bisschen die Rüsselseuche. Jedenfalls habe ich dann auch keinen richtigen Bock zum Zocken gehabt. Ja, und bevor es jetzt irgendwie hier meine Zeit verschlingt, ich werde in einem Urlaub sein vom 29.06. bis ungefähr 7.07., so um den Dreh. Das heißt, dass ich auch einen Tag vorher schon unterwegs bin. Das bedeutet, dass ich nach dieser Padawan-Runde erstmal Urlaub mache. Ich weiß noch nicht, wie sich das mit dem Rest des Padawan-Dings auswirkt und ob man da ein bisschen wartet oder nicht wartet oder so. Ich werde natürlich auch wieder dran teilnehmen. Das heißt nicht, dass ich das Handtuch schmeiße jetzt hier oder irgendwas. Ich will nur sagen, ich bin dann im Urlaub und werde dann für die nächste Padawan-Aufgabe vielleicht nur eine Woche Zeit haben, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Wohin ich fliege, habe ich anfangs schon gesagt. Ich fliege nach Ibiza in der Nähe von
von Ibiza Stadt werde ich sein. Und ich war noch nie auf Ibiza. Ich bin auf den anderen Inseln schon gewesen und auch sonst ein bisschen unterwegs gewesen. Aber was ich wissen möchte ist, was soll ich mir auf Ibiza angucken? Was soll ich mir antun? Was kann ich mir getrost sparen? Und gibt es irgendwelche No-Gos, die ich auf der Insel beachten sollte oder nicht beachten sollte? Und also ich persönlich sehe mich so als eine Art faul in der Sonne Abhänger und unterwegs sei Urlauber. Also ich habe keinen Bock, von morgens bis abends im Hotel abzuschimmeln, aber ich bin auch kein Marathon-Sehenswürdigkeiten-Abklopfer-Affe, der da irgendwie von einer Palme zur nächsten hopfelt irgendwie. Und also was mich interessieren würde ist, wer von euch war schon mal auf Ibiza? Wie geil war das? War das total scheiße? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr nicht gemacht? Was könnt ihr empfehlen? Was sollte ich mir anschauen? Wo sollte ich hingehen? Was sollte ich mitnehmen? Und was kann ich im Prinzip komplett links liegen lassen? Ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich über so ein bisschen Urlaubsvorbereitung. Da aktiviere ich jetzt einfach mal die Follower- und Zuschauer-Power. Ich werde das Ganze natürlich auch über Facebook und Google Plus später noch in Erfahrung bringen. Allerdings nicht heute. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Kleinigkeiten empfehlen würdet. Wie gesagt, ich war noch nicht auf Ibiza. Ich bin sehr gespannt auf die Insel. Ich habe richtig Bock drauf. Und je nachdem, wie das Wetter wird oder was ich da mache, nehme ich natürlich auch ein bisschen Equipment mit und kann eine Kleinigkeit dazu aufnehmen. Allerdings kein richtiges Real-Life-Video. Egal. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video und ihr bekommt natürlich hier auf meinem Kanal die volle Dröhnung. Haut rein, habt's gut, schönes Wochenende, schöne Woche, bis dahin, wir sehen uns. Ciao.